Willkommen zurück zu einem neuen Part von Die Reise ins All. Wir befinden uns noch immer im Orient und in dieser Stadt hier haben wir die obere Hälfte schon ausgekundschaftet. Jetzt steht noch die untere Hälfte an und ich würde sagen, dafür betreten wir noch die restlichen Gebäude. Fangen wir hier einmal an. Das scheint eine Art Shisha-Bar zu sein. Die hier scheinen alle zu qualmen, da wird auch nichts weiter zu gesagt. Eine gut besuchte Wasserpfeife. Willkommen, verehrte Gäste. Kenne ihn doch! Oh nein, Sie müssen mich mit meinem Zwillingsbruder verwechseln. Oder dessen Zwilling. Oder dessen. Wissen Sie, wir stammen alle aus einem kleinen, abgelegenen Dorf in den Karpaten. Zogen aus und gründeten Wirtschaften. Ja, kann's nicht mehr hören. Scheinbar ist meine Geschichte doch nicht so erstaunlich und einzigartig, wie ich immer annahm. Nehme Zimmer! Sie könnten an keinem geschmackvolleren Ort nächtigen. Es kostet nur die Kleinigkeit von 50 Talern. Schlage ein! Ach komm, nehmen wir es einfach mal an. Wer weiß, wofür wir es brauchen, aber ich würde sagen, wir benutzen die Nacht noch nicht. Nehmen Sie die erste Tür hinter dem Vorhang. Ich wünsche Ihnen wohl zu ruhen. Okay, empfehle mich! Aus dem Krug steigen die Aromen verschiedener Duftöle und Harze auf. Wasser? In einer Schenke? Das mit dem Alkohol ist hier nicht so ganz einfach, mein Herr. Ja, das haben wir in den anderen Gebäuden auch schon festgestellt. Da sind nur Fliegen. Ach, bei diesen Geschichten vergesse ich zu gerne die Not unserer Tage. Oje, ich flüchte in Märchenwelten, um den wahren Problemen aus dem Weg zu gehen. Wir werden alle noch wie Kinder. Er ist und bleibt einfach der beste Erzähler der Stadt. Wenn er erzählt, fühle ich mich regelrecht in die Geschichte hineingesogen. Dann lauschen wir ihm doch gleich mal, aber gucken noch. Die beiden sagen leider auch nicht viel. Das unentbehrliche Utensil für Duettschmaucher. Oh ja. Grünzeug, habe keinen Sinn dafür. Wächst nicht mal auf Befehl. Er hat seine Meinung noch immer nicht geändert. Wir fielen in die Hände von riesigen Gorilla-ähnlichen Geschöpfen. Die Menschenfresser warfen sich mit einem wahren Heißhunger auf uns. Ich musste zusehen, wie meine Gefährten am Spieß geröstet wurden. Doch als die haushohe Hand eines dieser Ungeheuer nach mir greifen wollte, merkte ich zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich ein ausgezeichneter Läufer war. Gute Anekdote. Als ich ahnungslos das Beste herauspflückte, rief auf einmal der Kapitän hoch vom Schiffsboot aus, so laut er konnte: Sindbad, rettet euer Leben und kommt aufs Schiff, so schnell ihr könnt. Die Insel ist keine wirkliche Insel, sondern ein großer, mitten im Meere feststehender Fisch. In diesem Augenblick tauchte das Ungeheuer aus dem Wasser. Es brauste und zischte. Die See donnerte. Ich wurde in hohem Bogen zusammen mit dem Holzbottich in die Wellen geschleudert. Plötzlich verfinsterten sich die letzten Sonnenstrahlen und verhüllten sich vor meinen Augen. Zuerst glaubte ich, es sei eine Wolke. Doch als ich meine Blicke zum Himmel erhob, sah ich einen riesigen Vogel von gewaltigem Leibesumfang und weitklaffenden Schwingen. Jetzt erinnerte ich mich, dass auf einer einsamen Insel ein riesiger Vogel, der Roch geheißen, lebte, der seine Jungen mit Elefantenbabys großfüttern sollte. Wow, Elefantenbabys? Wir fielen in die... Ach, das hatten wir schon. Okay. Na gut, er hat nur drei Geschichten, aber immerhin haben wir sie alle gehört. Gibt es da nur dieses Zimmer oder auch noch ein weiteres? Was steht hier? Gästezimmer. Spezielles Spezialzimmer. Da haben wir nichts drin. Leise, Leute! Da ist wer an der Tür! Gute Güte, Hopkins. Es werden doch nicht die Häscher der Tentakler sein. Ich denke nicht, Sir. Der Wirt trägt eine verlässliche Haut. Und so sie den gewöhnlichen Ausdruck gestatten, hält dicht. Hoffen wir es, Hopkins, hoffen wir es. Ist es in Anbetracht unserer Lage eigentlich angemessen, dieses Gespräch zu führen, während ein unbekannter Lauscher vor dieser Tür steht, Sir? Oh. Okay, aber Hopkins kennen wir, glaube ich, auch. Es dringt auch nicht der leiseste Laut durch das Holz. Man kann also förmlich hören, wie mehrere Menschen peinlichste Stille herstellen. Das ist grandios. Das ist unser Zimmer. Legen wir uns besser noch nicht hin. Wie aufmerksam!
ein Wasserkrug für die Morgenwäsche. Da wartet eine hübsche Erquickung auf uns. Ja, sofern sich jemand findet, die Fliegenschicht abzuschöpfen, die den Wasserspiegel bedeckt. Oh, pardon, gnädigste. Ich habe zuweilen Probleme, über den Rand dieser hochbodigen Gefäße zu blicken. Oh, da wird wieder auf seine Körpergröße angespielt. Da haben wir wieder Grünzeug. Ich hoffe doch, dass wir jederzeit wieder rein dürfen. Ach nee, wir dürfen nicht wieder rein. Das finde ich aber jetzt doof. Du wolltest doch nicht etwa in ein Hotelzimmer betreten, ohne dafür bezahlt zu haben, Schatz? Kehrtmarsch! Okay. Ich lade einmal ganz kurz neu und spiele bis hierhin. Nochmal. Denn, ich möchte das Hotelzimmer jetzt nicht umsonst bezahlt haben. Ich denke, das könnt ihr verstehen. Also sehen wir uns jetzt gleich, wahrscheinlich in der Shisha-Bar oder davor wieder. Freunde, ich schalte euch noch einmal kurz dazu. Ich untersuche ja immer alles noch einmal. Und ich dachte mir, ja gut, dann höre ich mir nochmal die Geschichten an. Und er hat noch eine Geschichte, die wir nicht kennen. Vielleicht klicken wir uns da dann doch nochmal ein paar Mal häufiger durch. Denn wenn es noch ein paar Geschichten gibt, wäre das ja ganz schön. Wie gewöhnlich erschien der Drache zur Nachtzeit, um sich sein letztes Opfer zu holen. Da er mich jedoch wegen des Holzes, das mich von allen Seiten umgab, nicht verschlingen konnte, ringelte er sich um mich, während ich ihm halbtot vor Furcht und Grausen zusah. Das war's schon. Ich dachte, das wäre jetzt noch ein bisschen spannender. Okay, das kennen wir. Das ist wieder die Drachengeschichte. Das kennen wir noch nicht. Es war schon eine lange Zeit verstrichen. Da erzitterte auf einmal die Erde und eine Herde von Hunderten von Elefanten kam dahergetrampelt. Ich entging ihren Blicken nicht und zu meinem Schrecken gewahrte ich, dass die Tiere den Baum loswühlten, auf dem ich saß. Schnell sprang ich zu Boden, um nicht von dem Stamme erschlagen zu werden. Jetzt fühlte ich mich erfasst. Was haben wir noch? Ich glaube, das kennen wir auch nicht. Als ich tiefer in das Verlies eindrang, bot sich mir ein unvergesslicher Anblick. Hier auf dem steinigen Höhlenboden lagen wohlgeordnet wohl hunderte von menschlichen Gerippen, die mit wertvollen Schmucksachen aus Gold und Edelsteinen geschmückt waren. Okay. Das hatten wir gerade mit den Elefanten. Das mit den Gorillas hatten wir auch schon. Ich gucke jetzt mal und wenn sonst nichts mehr kommt, dann können wir wieder weitermachen, beziehungsweise ich mache dann weiter. Hören wir dir noch einmal das Gespräch an. Nee, da kommt wohl nichts mehr. Okay, dann sehen wir uns aber diesmal wirklich vor dem Gebäude. Bis gleich. So, diesmal stehe ich auch wirklich vor dem Gebäude. Ich habe jetzt auch nicht weitergeguckt, ob er noch ein paar weitere Geschichten auf Lager hat. Ich dachte mir einfach, das reicht jetzt. Und, oh! Weg mit dir! Weg! Das ist die falsche Szene! Ist das nicht der von ganz vom Anfang? Okay, der ist nicht mal hier im Gebäude. Okay, reden wir erstmal mit ihr. Ich lasse meine Kinder nicht mehr auf die Straße. Ständig verschwinden irgendwelche Leute spurlos im Palast. Das könnte jeden treffen. Oh ja, das stimmt. Mit dem Bett können wir nicht interagieren. Nein, nein, Effendis, da gehen Sie mir nicht dran. Ich hatte Mühe genug, den Überwurf meines Mannes so schön zu glätten. Und er ist sehr kritisch. Sehr kritisch. Alles klar. Ein einfacher Waschzuber mit Wasser zweifelhafter Qualität. Turbanwickelanleitung. Schnabelschuhspanner und andere Dinge, die ein echt orientalischer Haushalt so mit sich bringt. Lea, ach, und ich hatte mich schon auf etwas Nettes gefreut. Der Schrank ist fest verschlossen. Oh, die Kinder warten hinter mir. Hier liegen 12 Scheite Holz. Mit einem Scheit könnte man das Feuer 30 Minuten unterhalten. Wie viele Scheite benötigt man, wenn man das Feuer 2 Stunden und 45 Minuten... Ruhe da oben! Wohl wahnsinnig geworden, wie? Da ihr den Boden sehen könnt, ist der Krug offensichtlich leer. Das ist wieder Grünzeug, das nicht auf Befehl wächst. Aber wir haben hier Riechwasser gefunden. Hui, peng, krach, bumm! Können wir dann mit den anderen noch reden? Oh je, mir ist schon ganz schwindelig. Aber wenn ich jetzt anhalte, falle ich bestimmt um. Na, dann renne ich eben weiter. Erst ist es Mutter nicht recht, dass wir draußen spielen, und jetzt jammert sie, wenn wir drinnen ein wenig toben.
Wir haben noch mit dem zweiten nicht gesprochen. Mein Bruder fällt einfach nicht um. Dabei habe ich ihn schon mindestens 5-mal getroffen. Okay. Ja gut, ich kann aber verstehen, dass sie ihre Kinder nicht draußen spielen lässt. So, was haben wir denn hier? Okay. Ja, Oma ist beschäftigt. Es ist zurzeit ganz unmöglich, ihn zu sprechen. Die vertrauten Sitten des Orients ändern 20 Taler die Situation. Das speichern wir einmal, denn ich möchte nicht umsonst Geld ausgeben. Die Erfahrung hatten wir eben schon gemacht. Okay. 20 Taler. Willkommen, Effendis, willkommen. Mein Herr hält sich gerade im Rauchsalon auf. Okay. Das ist wieder Grünzeug, das einfach nicht wachsen möchte, wenn man es befiehlt. Gucken wir uns erstmal hier um. Eine Wasserpfeife. Die Menge an Duftölen und Harzen ist entschieden zu großzügig gewählt. Das ist wieder Grünzeug. Schade, dass zu der Palme nichts anderes gesagt wird. Wo sind sie hin, die alten Tage, als meine Kamele die gesamte Welt des Orients belieferten? Ach, die neuen Herren versorgen sich selbst mit Hilfe ihrer Fluggefährte. Da ist kein Geschäft zu machen. Und der heftige Krieg hat die Geldbörsen meiner alten Kundschaft arg gebeutelt. Dort sitzen die Taler für meine Dienste, längst nicht mehr so locker wie in der guten alten Zeit. Krämersorgen! Was verstehen Sie schon von den Erfordernissen kamelgetriebener Logistik und oasengebundenen Absatzmärkten? Scheinbar nicht viel. Blumenwasser, belanglos! Die Truhe ist fest verschlossen. Wir haben ein Riechwasser gefunden. Karawanserei Omar. Sie wollen verreisen? Wir bringen sie hin. Sie haben Waren? Wir verschicken sie. Okay. Die Kommode beherbergt feinstes Teegeschirr aus erlesenem Porzellan. Alle Wette! Dieses enorme Gefäß könnte mir glatt als Behausung dienen. Duft! Wässerchen! Alarm! Riecht ihr wie im... Wie wo? Wie, in der Duftwässerchenfabrik? So, in der Duftwässerchenfabrik. Die Kleidung ist von edlem Weiß aus allerbestem Tuch. Wird hier noch was anderes gesagt? Nein, es riecht nur wie in der Duftwässerchenfabrik. Ich weiß aber nicht, ob sich 20 Taler für das bisschen Riechwasser jetzt gelohnt haben. Aber lassen wir die Tür vielleicht doch einmal auf. Vielleicht wird er uns irgendwann nochmal hilfreich sein. Kann man eigentlich auch von den Seiten hier rein? Nö. Okay, ich glaube, dann waren das schon alle Gebäude. So viele waren das ja gar nicht mehr. Und kein weiterer Mensch wollte mir helfen. Das heißt, wir müssen das Angebot von dem einen wohl annehmen. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, welches Gebäude das war. Hier? Ich glaube, der war das, oder? Okay, 200 Taler. Und er zeigt uns den geheimen Pfad, genau. Dann machen wir das wohl. Folgen Sie mir bitte. Hier entlang, Effendis. Okay. Hier ist es. Mein Haus liegt an der Stadtmauer. Und als ich mich dran machte, einen Keller auszuheben, machte ich eine erstaunliche Entdeckung. Von was für einem Keller reden Sie, mein Herr? Haha, den halte ich hübsch verborgen. So bleibt nicht nur der Geheimweg versteckt, sondern auch so manches, das ich nicht unter den Abgaben an die Herren sehen möchte. Na, Sie sehen es gleich selbst. Fassen Sie bitte einmal mit an. Auf mein Zeichen. Hau ruck! Es ist immer so eine elende Wuchterei, aber immerhin ist es sicher. Bitte nach Ihnen. Nicht, dass das eine Falle ist? Das ist eine Falle. Und wie weiter? Hahaha. Seid ihr mir also in die Falle gegangen, ihr dummen Toren? Falle? Was soll das denn heißen? Glaubt ihr tatsächlich, irgendjemand sei so töricht, sich gegen die Herren aufzulehnen? Ha! Es lebt sich leichter, wenn man sich zu arrangieren weiß. Und mit euch als Tagesfang ist mir eine Belohnung gewiss. Nochmals danke für eure 200 Taler. Da kann ich heute gleich doppelt abkassieren. Und nun haltet schön still. Ich bin gleich wieder da. Wenn auch nicht allein, wie ihr euch gewiss denken könnt. Eingesperrt! Kompliment, Schatz. Da hast du uns wirklich dem Richtigen ausgeliefert. Verschieben Sie Ihren Streit auf heitere Stunden. Wir müssen schleunigst dieser Mausefalle entrinnen. Okay, wir haben aber scheinbar alle Zeit der Welt. Bei all dem Dreck und Schmutz merkt man gleich, im Keller eines Schuftes gelandet zu sein. Wir finden einen Knallfrosch.
Sehe etwas. Objekterkennung läuft. Aha, identifiziert. Lampe. Alt. Und staubbedeckt noch dazu. Bevor du die einsteckst, wische wenigstens einmal drüber, Schatz. Oh nein, da kommt doch jetzt kein Genie raus, oder? Ach was, unnötig. Machen wir. Was haben sie denn jetzt wieder angestellt? Habe nur Befehle ausgeführt. Ein Pinguin. Lampengeist. Euer Wunsch ist mir Befehl, Meister. Sabbalo. Rühren. Wie ihr wünscht, Meister, nein. Potzblitz. Hatte mir schon immer einen Grenadier gewünscht. So einen Grenadier. Er macht tatsächlich, was du sagst, du lieber Himmel, Schatz. Weißt du, was du da in den Händen hältst? Bei meiner Treu. Weise und wohlüberlegt eingesetzt, könnte diese Lampe unsere Waffe zum Sieg sein. Oh nein, von Meckwitz wird das doch jetzt versauen. Haben Sie nun einen weiteren Wunsch, Meister? Wägen Sie Ihre Worte wohl, Lieutenant. Friede auf Erden. Rührei mit Schinken. Weltherrschaft. Ich finde Rührei mit Schinken echt klasse. Ich glaube, für das Abenteuer wäre Friede auf Erden eigentlich passend. Aber wir kennen von Meckwitz. Rührei mit Schinken wäre das Passende. Und egal, was wir nehmen, er sagt wahrscheinlich eh was anderes. Wir versuchen es mal mit Friede auf Erden. Das hast du wirklich artig gesagt, Schatz. Der Wunsch ist ebenso schön wie angemessen. Oh je, mit Käse hat das jetzt aber leider gar nichts zu tun, nicht? Hä? Käse? Muss er erst gefüttert werden, oder was? Ach, wie unangenehm. Früher oder später fällt es wohl allen Meistern auf. In letzter Zeit leider immer früher. Wovon in Gottes Namen reden Sie da eigentlich, Herr Lampengeist? Die gute Nachricht lautet, ich kann Ihnen jede Form und Art, welchen Käses auch immer, auf der Stelle herbeihexen. Grundgütiger, ich erahne die schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht lautet, sonst kann ich eigentlich nichts. Naja, nichts klingt dann doch zu hart. Ich kann einkaufen gehen, Schuhe putzen, wenngleich nicht sehr ordentlich. Und wie ich gerade herausgefunden habe, kann ich mich sogar rühren. Ab in die Lampe! Totalausfall! Hopp, hopp! Ach, zu dumm! Ich hatte schon gehofft, von nun hätten wir es einmal richtig schön einfach. Zuh. Wir nehmen die alte Lampe. Wer weiß, wofür wir den Käse noch gebrauchen können. Die Fässer sind randvoll mit einer glucksenden Flüssigkeit gefüllt. Doch nicht etwa Alkohol? Na, wenn wir das den Meistern sagen. Zwischen den engen Schrankfächern sammelt sich Staub, Dreck und Unrat. Okay, hier muss doch irgendwo ein Geheimgang noch sein, oder? Oho, sehen Sie nur, ein Zahlenschloss. Toll. 1, 2, 3, 4. Nein? Schade eigentlich. Wo bekommen wir das her? Aha, Sehzettel. Merkzettel. Das erste ist das Vierfache. Oh nein! Das erste ist das Vierfache des letzten. Und das dritte ist die Hälfte des ersten. Und nimmst du vom ersten das letzte, hast du das zweite. Oh nein! Okay, gehen wir es nochmal durch. Also das erste ist das Vierfache des letzten. Das heißt, es könnte eine 4 sein oder eine 8. Sonst passt das alles nicht. Also 4 oder 8. Ich glaube, ich nehme mir mal einen Zettel und gehe beide Möglichkeiten durch. Nehmen wir mal eine 4 und eine 8. Wenn es mit der 4 ist, ist das letzte eine 1. Und bei der 8 ist das letzte eine 2. Das dritte ist die Hälfte des ersten. Das wäre bei dem ersten eine 2, bei dem anderen eine 4. Und nimmst du vom ersten das letzte, hast du das zweite. Das wäre dann entweder eine 3 oder eine 7. Also haben wir die Möglichkeiten 4, 3, 2, 1 oder 8, 7, 4, 2. Mal gucken, ob eins von beiden stimmt. Okay, versuchen wir erstmal 4, 3, 2, 1. Tatsache! Ich hab's doch geschafft. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Denn wenn ihr euch an das letzte Rätsel erinnert, das war jetzt nicht so knüller. Schnell, Freunde! Verbergen wir uns vor den nahenden Häschern! In einem Schrank? Was heimlichen Liebhabern lieb ist, kann wackeren Helden nur recht sein. Hinein! Okay. Langweilig. Wie lange sollen wir denn hier überhaupt ausharren? Du legst dich gleich auf die Hutablage, wenn du nicht Ruhe gibst, Schatz. Achtung, da kommt wer. Dann darf ich nun um absolute Ruhe bitten. Das war so klar. Da unten sind sie, edle Herren.
Euer getreuer Diener hat euch ein paar Aufrührer gefangen. Schöne Exemplare möchte ich anfügen. Hier herunter, Gebieter. Wo sind sie nun, deine angeblichen Gefangenen? Ich, sie, also, das gibt's doch nicht, die Luke war fest verschlossen. Wir schätzen es gar nicht, von unseren Sklaven zum Narren gehalten zu werden. Hoher Herr, ich schwöre bei meinem Bate, dass ich 4 verdächtige Subjekte eingesperrt habe, ich schwöre. Hey, ihr da unten, was dauert da so lange? Schafft die Gefangenen endlich hoch. Es gibt keine Gefangenen. Der Wicht hat sich mit seinen Lügen lediglich aufgebläht. Nein, nein, ich schwöre. Was? Packt den frechen Kerl und schafft ihn in den Palast. Nein, nicht in den Palast. Es ist alles ein furchtbares Missverständnis. Bitte nicht in die scheußliche Grube. Das geschieht diesem heimtückischen Strolch ganz recht. Wir erhalten 100 Erfahrungspunkte. Amel hat immer noch unsere 200 Gold. Oder Geld, oder? Keine Ahnung, wie die Währung hier ist. Ist doch kacke. Die Luke war durchaus raffiniert getarnt. Aber ich will mein Geld wieder. Aber wahrscheinlich geht's so erst weiter, oder? Wir nehmen die Medizin einfach mal mit. Nichts weiteres von Belang findet sich hier. Jetzt ist die Frage, ob wir irgendwie in den verdammten Palast kommen. Wie können wir das denn anstellen? Sperrgebiet? Nö, wir dürfen da überhaupt nicht hinein. Gibt es vielleicht doch irgendwelche Geheimgänge? Denn mehr würde mir eigentlich auch gerade, überhaupt nicht einfallen. Denn wir waren hier schon überall. Oh, eine Idee hätte ich vielleicht noch. Hier ist nämlich noch dieser Brunnen. Und? Nee, leider überhaupt nicht. Was ist mit dem Brunnen? Auch nicht. Ja, alle. Ja, vielleicht müssen wir jetzt doch tatsächlich noch in den Dschungel. Da gab es ja noch diese Möglichkeit. Jetzt ist die Frage, sind uns 100 Erfahrungspunkte wichtiger als Kohle? Wahrscheinlich. Denn wir sind ganz gut ausgerüstet. Oh, wir haben Wundsalbe ausgebuddelt. Wir gehen vielleicht nochmal eine Runde hier und gucken, ob es noch mehr solcher Sanddünen gibt. Ich dachte eigentlich gerade nur, dass das vielleicht noch ein Geheimgang sein könnte. Hier sind sonst keine Dünen. Ja, ich glaube, sonst müssen wir wirklich noch in den Dschungel. Hier gibt es meiner Meinung nach jetzt gerade erstmal nichts zu erledigen. Das war ja echt ein Zufall, dass ich gerade noch diese Wundsalbe gefunden habe. Ich würde sagen, wir gehen dann schon mal zum Dschungel und gucken, ob es da irgendwas gibt. Zumindest am Anfang, denn der könnte wieder groß sein. Gottlob, es gibt noch Winkel, auf die der marsianische Donnerkeil noch nicht herabgestoßen ist. Unheldisch, aber gemütlich. Dann gucken wir uns wirklich das erste Feld mal an. Oh, wie cool. Tust du mir weh, wenn ich dich von vorne anspreche? Ich hoffe nicht. Ja, aber er schubst mich weg. Was hat Dumbo bloß? Er ist sonst so ein friedliches, gehorsames Tier. Aber seit Tagen bockt er und ich komme mit der Arbeit nicht voran. Vielleicht können wir Dumbo noch helfen. Das wäre cool. Okay, das hier können wir alles nicht mitnehmen. Die Radieschen auch nicht. Ziegen sind cool. Meine Nachbarn hatten früher Ziegen. Zum Glück haben wir unseren kleinen meckernden Rasenmäher. Andernfalls hätte uns der Dschungel bestimmt schon überwuchert. Das kann ich mir sogar vorstellen. Hier gibt es leider nichts, was wir irgendwie so mitnehmen könnten. Ist aber schön hier. Ein gehörig schwerer Eimer. Gestatten von Meckwitz. Macht sie denn mit dem schweren Eimer? Uiuiui, den muss ich ganz allein ins Haupthaus buckeln, Sahib. Das ist eine ganz schöne Plackerei, kann ich Ihnen sagen. Aha, aha, na dann hopp, hopp, hopp. Werde helfen, zurückgetreten. Danke, Sahib, danke. Das ist wirklich eine große Hilfe. Warten Sie, ich gehe voraus und halte Ihnen die Tür auf. Oh, das ist aber nett. Also wesentlich schöner als in der Stadt. Was bist du doch für ein artiger Kavalier. Das finde ich nett. Nicht, dass sie denkt, dass er mit ihr flirtet, sondern dass sie das einfach auch mal nett findet, dass er sowas macht. Aber ich bin auch so, wenn ich irgendwo helfen kann,
Einmal war ich bei Ikea und da war ein Mädel, das hatte echt was total Schweres getragen. Und da habe ich meine Hilfe angeboten. Sie wollte nicht, aber ich war so nett. Fand ich jetzt. Haben Sie noch einmal vielen Dank, Sahibs. Nun kann ich wieder voll und ganz meine Heimchenrolle aufgehen. Gern geschehen! Der gehörig schwere Eimer. Ein rustikaler Weltschutzhuber. Wir haben Medizin gefunden. Ihr habt den Schrank schon erfolgreich observiert. Ich würde sagen, das hier gucken wir uns einfach noch alles an und vielleicht noch das andere Haus. Weil, ich weiß nicht, das sah jetzt nicht so riesig aus. Riecht verdächtig nach Ratte! Hören Sie auf, diese Leute als halbwilde Eingeborene zu betrachten und ihnen derlei zu unterstellen. Du meine Güte! Ragte da gerade ein Nagerschwanz aus der Brühe? Es ist tatsächlich ein Ratteneintopf! Hehehehe! Ich weiß, dass ich im Prinzip recht habe. Schlechter Verlierer! Die beiden immer wieder. Sollen denn die Schuhe da oben? Trägt man doch nicht auf dem Kopf! Bei all dem Getier, das den Boden bevölkert, stehen sie dort wohl verwahrt, um Überraschungen zu vermeiden. Sieht trotzdem albern aus. Es geht. Ich kenne viele Leute, die das tatsächlich machen. Ich habe die ebenso aufregende wie fantasieanregende Aufgabe, aus allem Verwertbaren ein schmackhaftes Mahl zu bereiten. Aus allem. Igitt, was immer darin gelegen haben mag, ist nun Opfer hunderter Fliegenlarven geworden. Mitnichten. Es sind die Larven selbst, die hier gelagert werden. Wir gehen. Da haben wir wohl nichts. Hier liegen verschiedenste Abfälle, die alle eines gemeinsam haben. Sie sind vollkommen wertlos und uninteressant. 5 Taler. Oh, das finde ich aber nicht nett. Die hätte man echt liegen lassen können. Ihr habt die Spardose schon ausgeräumt. Wand weist entschieden anarchischen Charakter auf. Werden Sie nun abführen lassen, Herr Lieutenant? Okay, zu... Ups. In fremden Betten haben wir nichts verloren. Na gut, auch in dem nicht, das ist nämlich schön. Nö, nein, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Ist gut, Eleanor. Nee, da haben wir nichts mehr. Dann wollte ich gleich noch in das andere Haus und gucken, ob es oben weitergeht. Aber wenn dem so sein sollte, gucken wir uns das erst in der nächsten Folge an, wenn es weitere Felder gibt. Was ist das denn für eine Würztunke, in der der Fisch da liegt? Ich glaube, es nennt sich Curryteuerste. Naja, naja. Muss man nur ordentlich Bratwurst draufkippen, dann schmeckt's vielleicht auch. Bratwurst zu dieser alten traditionellen Würzmischung? Sie sind ein kulinarischer Barbar, Lieutenant. Ich muss sagen, Curry vertrage ich nicht gut, aber es ist so lecker. Hoho, das Blatt ist über und über mit verschlungenen Symbolen bedeckt. Ob es eine Geheimschrift ist? Ach nein, damit wurde nur der Fisch eingewickelt. Da dürfen wir auch nicht rein? Nee. Das ist nicht unser Bett. Heureka, ich habe den örtlichen Spucknapf entdeckt. Ja, fein. Wir finden eine Badekur. Das lodert nur. Das ist Grünzeug, das nicht auf Befehl wächst. Mit dir reden wir gleich. Das lodert ebenfalls. Hoho, der Gott des Wissens und des Glücks. Was für ein sympathischer Geselle. Sehen Sie seine 4 Arme? Ja, ja, ja. Werden sicher Stoff genug für allerlei akademischen Plunder abgeben. Weiter? Plunder? Der Wissensdurst selbst wird sie eines Tages noch zu seinem Todfeind erküren, Lieutenant. Nehme es mit jedem auf. Aber ich muss sagen... Oh, Entschuldigung. Ich muss sagen, die Statue gefällt mir. Gleich 3 mächtige Krieger? Oh, ich danke dir, Genisha. Du hast mein Flehen demnach erhört. Potzblitz, ein Tentakler. Nein. Aber nein, lieber Freund. Das ist nur ein besonders ausgefeilter Bartschwung. Sehen Sie doch genauer hin. Kerl bleibt verdächtig. Wieso eigentlich nur 3 mächtige Krieger? Wer wird denn hier nicht mitgezählt, hä? Unser Dorf... Nein, wie habe ich denn nochmal geredet? Unser Dorf leidet schwer unter der Plage des gestreiften Räubers. Wir sind nicht stark genug, es mit ihm aufzunehmen. Leider. Aber nun wird alles gut, da Genscher sie gesandt hat. Ich danke dir, mächtiger Beschützer. Hä? Das Dorf wird offenbar von einer Art Unhold bedroht und bedarf der braven Armee tatkräftiger Helfer. Heldentaten, wie? Bin dabei! Natürlich sind sie das, Sahib. Sie wurden schließlich von den Göttern geschickt. Was für ein Gegner ist es denn, der sie zu plagen wagt? Es ist das schrecklichste Untier des Dschungels. Scharfe Klauen, riesige Zähne, enorme Kraft, Schnelligkeit. Grundgütiger, ein Tiger! Ein Tiger! Oh, ein Kätzchen!
Ist so gut wie erledigt. Erledigt? Wir werden ganz gewiss kein Kätzchen töten. Es handelt sich um kein Kätzchen, sondern um etwas... um eines der gewaltigsten Raubtiere der Welt, Gnädigste. Kein Kätzchen töten. Aber Täubchen, der Professor hat recht, wir... Du könntest tatsächlich etwas töten, das mein zartes Herz rührt, Liebster. Mitnichten. Tiger bleibt selbstredend am Leben. Wir werden ihn eben einfangen müssen. Das ist mein Mäckilein, Mäckilein. Wie ich ihn liebe. Mäckilein. Hat er gefälligst gar nicht gehört zu haben. Sie haben mich verwirrt, Sahibs. Was genau haben Sie denn nun mit dem Untier vor? Mein Herr, wir fangen ihn, Ihren Tiger. Fangen? Einen Tiger? Na, ich hoffe, die Götter werden schon wissen, wen sie uns da geschickt haben. Okay, den Tiger werden wir fangen. Und Mäckilein wird ganz bestimmt mit dabei sein. Okay, gibt's hier oben noch was? Nee, da kommen wir zum Glück nicht rein, denn wenn ich so auf die Zeit gucke, ist es wirklich an der Zeit, die Folge zu beenden. Und ich würde sagen, die weiteren Tiefen des Urwalds erkunden wir in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann!